Hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Es gibt mal wieder einen Vlog und ja, Philipp ist mal wieder nicht da, aber er ist jetzt einfach nur ganz normal auf Arbeit. Also wenn ich nachher weiter drehe, falls ich nachher weiter drehe, wird er auch dabei sein. Ja, wir haben auch zur Abwechslung mal wieder passend zum Vlog super schlechtes Wetter. Okay, hier möchte gerade jemand die Kamera übernehmen. Die scheint es. Ich glaube, sie hat es ihm angetan. Und ich wollte euch eigentlich nur mal den Stand der Küche zeigen, wie weit wir jetzt sind. Weil wir haben noch gar nicht so richtig dazu gefilmt und ich habe im letzten Vlog einfach schon die Küche ein bisschen gezeigt. Aber ich denke, dass wir, wenn sie fertig ist, nochmal wie so ein, sowas wie so ein Carporn, bloß von der Küche, wisst ihr, wie ich meine, so ein kleines, kurzes Video machen. Und ich zeige euch jetzt den Zwischenstand, weil ich habe zwar auch viele Bilder gemacht. Genau, und jetzt haben wir das ganze letzte Wochenende daran gearbeitet. Heute ist Montag. Und ja, genau. Also, ich habe jetzt hier nicht geputzt oder sowas. Der hier steht jetzt endgültig. Der Herd steht auch endgültig und der ist auch ausgerichtet. Der stand beim letzten Mal, glaube ich, noch ein bisschen schief und so. Die steht auch endgültig. Toaster und Kaffeemaschine kriegen noch andere Plätze. Das hier steht jetzt auch nur so da. Huch, ich habe ein Haar verloren. Das hier kommt noch woanders hin. Das ist der Spülschrank, der so gut wie fertig ist. Richtig cool. Der wird noch ein Stückchen nach hinten geschoben und nach da und dann noch so gedreht, dass die Tür wirklich genau in der Mitte vorne ist. Genau, und hier die Wand habe ich jetzt am Wochenende noch gestrichen. Bis jetzt war ja nur die obere hier. Das ist ein Markierungskleber für den Hängeschrank. Genau, also so sieht es jetzt aus. Es ist auch endlich alles angeschlossen. Wir hatten ja zeitweise nur den Geschirrspüler angeschlossen. Genau, und hier drin, also das Scharnier hat, ist so ein bisschen, also beim Zumachen merkt man es auf jeden Fall so soft close. Genau, hier drin ist der Mülleimer und hier dazwischen kommt auch noch was. Das, mal gucken, ob wir das heute schaffen. Und zwar fürs Besteck. Genau, und die Tür ist ja jetzt noch nicht zu, da haben wir so ein Magnet für gekauft. Allerdings brauchen wir noch einen Winkel, um den anzubringen. Genau, also eigentlich muss nur noch dieser Türmagnet hin und für das Besteck, das ganze System sozusagen. Das sind aber eigentlich nur noch zwei Löcher bohren, zwei Schrauben reindrehen und fertig. Und dann ist der Spülschrank fertig. Und ja, genau. Dann fragt ihr euch ja vielleicht, was hier mit dem ganzen Platz daneben passiert. Und da wollen wir eine Bar hinmachen. Aber da gibt es noch einiges zu tun. Also bei der Bar sind wir noch nicht so weit. Ich glaube, das nächste Projekt für uns sind erstmal die Hängeschränke, zumindest die komplett fertig machen. Und aufhängen dann, wenn wir die konkrete Höhe von der Bar haben. So, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, ist Karl auf dem Sofa eingeschlafen und ich lasse ihn jetzt da auch liegen, weil ich denke, wenn ich ihn jetzt gleich rübertragen würde, würde er aufwachen. Ich habe gerade festgestellt, dass heute, ich glaube, das allererste Mal, seit ich diese Barbie-Nägel habe, übrigens habe ich mir auch vorletzte Woche ein Fahrrad gekauft in der Farbe. Kann ich jetzt ein Bild einblenden. Aber auf jeden Fall wollte ich sagen, dass ich das erste Mal so ein Outfit anhabe. Also speziell das Top, wo die Nägel richtig dazu passen. Also wo wirklich der Farbton drin ist und sowas. Ich habe nicht so viel Rosanes, aber ich habe halt auch ja, viel Schwarz oder Dunkelblau oder so, wo die Nägel dann natürlich passen. Aber richtig cool, dass es halt so zusammenpasst. Genau, und ich nutze jetzt die Zeit eben und sortiere Wäsche, also Dreckwäsche von dem Wäschekorb nach da,
weil unsere Waschmaschine wohnt ja jetzt im Keller. Und ich werde dann nachher, wenn Flip da ist und wir nochmal einkaufen fahren, werde ich vorher dann den Wäschekorb mit runternehmen, Wäsche anmachen, wenn wir wieder da sind. Ist sie wahrscheinlich noch nicht fertig, aber dann hole ich die wieder hoch. Weil klar, ich habe auch schon mit dem Kleinen zusammen die Wäsche darunter geschafft, hatte ich in einem Tragetuch. Aber muss ja jetzt nicht sein, kann ich auch nachher einfach in Ruhe machen. Genau. Und es ist gar nicht so kompliziert, wie ich es mir vorgestellt habe, immer für die Wäsche darunter zu gehen. Also klar, du musst halt immer überlegen, wann mache ich das jetzt, dann wie lange dauert die Wäsche, wann ist sie wieder fertig, schläft er dann gerade, nimmst du ihn im Tragetuch mit, was auch immer. Genau, auf jeden Fall mache ich jetzt mal die Wäsche und dann mal gucken. Achso, wir haben übrigens auch gerade Mittag gegessen und nach dem Mittag ist Kai jetzt eingeschlafen, also es braucht jetzt seinen Mittagsschlaf. Ja. Genau. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, heute ist auf jeden Fall kein spektakulärer Tag. Also wir waren halt früh im Kindergarten und ja, genau. So, ich war gerade im Bad. Karl ist im Übrigen auch wieder aufgewacht und sitzt hier gerade auf dem Sofa. Genau, ich war im Bad und habe die Kamera dort gefunden, weil ich die dort eigentlich so abgestellt habe, als ich fertig war mit Filmen. So wie sie, nein, ich habe sie jetzt so gefunden, wie ich sie da abgestellt habe. Was das für eine Aussage. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall habe ich seitdem nicht mehr gefilmt. Und ja, jetzt schicken wir erstmal hier unseren Reinigungshelfer los. Okay. Ja, okay. Mm. Starting the cleanup. Also, ich muss auch einfach persönlich sagen, dass ich mit dem Ding super zufrieden bin. Genau, der reinigt aktuell alles außer Küche und Stube. Einfach, weil wir hier dieses Türgitter haben. Wenn er hier starten würde, in der Küche bzw. in der Stube, kommt er über das Türgitter, also über die Schwelle, weil die Küche ist höher als der Flur. Aber er käme nicht wieder zurück. Und zum anderen ist es so, wenn Karl hier spielt, der Staubsauger rumfährt, Karl krabbelt ihm die ganze Zeit hinterher und ist halt einfach auch schneller als der Staubsauger. Und dann, ja, behindert er den beim Saugen. Aber ja, für den Rest der Wohnung ist es halt super. Und ich bin, wie gesagt, echt zufrieden. Das ist jetzt hier auch nicht irgendwie bezahlt oder Werbung oder was auch immer, aber falls ihr euch einen Staubsauger holen wollt, also so einen Saugroboter, der auf jeden Fall unter 400 Euro kostet, dann kann ich den nur empfehlen. Der ist echt super, der macht sein Zeug und er läuft bei uns täglich. Ich meine, klar, vielleicht staubsaugt nicht jeder von euch täglich, aber mir ist es halt schon wichtig, gerade mit Krabbelbaby und ja, genau, also er läuft täglich und macht sein Zeug. Aber wir haben dazu auch ein Video schon mal gedreht. Da gibt es jetzt eine Infokarte, wenn ich dran denke. Auf jeden Fall können wir das auch unten drunter verlinken. Genau, das ist und zwar war das Unboxing zu dem Staubsauger. Genau, Karl spielt hier übrigens am Geschirrspüler, der hat aber eine Kindersicherung, wo man 3 Sekunden gedrückt halten muss. Hat er aber auch schon rausbekommen. Genau, ja. Ansonsten müssen wir mal schauen, was wir jetzt machen. Wir werden jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen spielen. Alle 2 Minuten möchte Karl runter. Ich habe hier gerade auch noch meinen Wanderrucksack. Der kommt jetzt noch ins Sofa und ja, mal schauen, was wir dann machen. Genau. Ja. 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 Hm? Hm? Gehen wir jetzt wieder spielen? Okay. So, mein Akku ist gleich alle, komischerweise. Auf jeden Fall wollte ich euch nur sagen, wir waren gestern Pilze suchen. Und ich habe hier ein paar Pilze. Und die werde ich jetzt mal, ja, putzen und schneiden hier rein. In der Zeit werde ich die Kamera anstecken, dass sie laden kann. Und ja, der Kleine schläft mal wieder zur Abwechslung. Guten Morgen.
Ich habe, wie ja befürchtet, gestern tatsächlich nicht weitergefilmt. Das hatte allerdings auch einen Grund und nicht wundern, hier fällt gerade der Staubsauger rum, weil ich habe meine Haare geklättet und ja, habe halt ein paar Haare verloren. Auf jeden Fall hat es einen Grund, nämlich, dass Philipp starke Rückenschmerzen hatte und wir eigentlich nichts mehr gemacht haben. Wir waren nicht im Baumarkt. Ja, schön, jetzt geh zu deinem Ding zurück. Wir waren nicht im Baumarkt, wir waren noch nicht einkaufen, wir haben gar nichts gemacht. Das war aber ganz gut, weil Philipp geht schon ein bisschen besser. Und ja, genau, also er hat sich erholt und ich gehe nachher einkaufen, wenn Karl im Kindergarten ist. Er wird halt 1,5 Stunden dort sein und er wird dort frühstücken. Und die Erzieher haben auch gestern schon gesagt, dass es okay, wenn ich wegfahre. Also er hat ja bis jetzt keine Sekunde mich gebraucht, wo er alleine dort war. Und ich glaube, er vertraut der Bezugserzieherin so sehr, dass er sich halt auch unkompliziert von ihr trösten lässt und alles. Deswegen kann ich auch einkaufen gehen. Ich habe auch schon geguckt, da gibt es in der Nähe einen Supermarkt. Vielleicht nutze ich die Chance, um auch noch tanken zu gehen, weil eigentlich muss ich langsam mal tanken und ich will halt immer nicht mit Karl tanken, also es ist halt blöd. Während ich tanke, will ich ihn nicht draußen haben, wegen dem Geruch vom Benzin. Und wenn er schläft, dann ist es okay, wenn er drin ist. Aber was mache ich, wenn er aufwacht und weint? Dann muss ich ihn rausnehmen. Was mache ich denn, wenn er durchschläft und ich muss dann bezahlen? Stehe dann aber 10 Stunden da im Shop und warte an der Kasse und weiß nicht, ob er in der Zeit aufwacht. Wenn ich ihn allerdings rausnehme und er dann vom Rausnehmen aufwacht, ist natürlich auch blöd. Deswegen ist Tanken mit Baby nicht so cool. Also klar, mit kleinem Baby, wo du es einfach mit der Babyschale eben rüberträgst und das auch nicht interessiert, wenn du eben 2 Minuten tankst. Und das da drin liegt und weiß ich nicht, vor sich hin starrt, das ist okay, aber in dem Alter ist es halt nicht so cool. Der Karl will mir jetzt übrigens auch die Kamera gleich wieder wegnehmen. Wir können ja erstmal dein Outfit von heute zeigen, ne? Alles neue Sachen, beziehungsweise das Oberteil ist neu, das habe ich auch bestellt mit dem Pullover, den ich gestern gezeigt habe. Ja, der Karl vloggt. Und passt du nicht hier durch mit Kamera? Schon ein Stück her, dass ich die Hose bestellt habe und die passt jetzt nicht mehr. So, ich sitze gerade am Videoschnitt von dem Video, was ihr gerade gesehen habt und habe festgestellt, ich habe gar kein Ende mehr gedreht. Ich war mir noch nicht sicher, wie viele Tage, was ist das denn? Wie viele Tage der Vlog gehen wird und dementsprechend ja, wann ich dann eine Endszene drehe und habe dann aber irgendwie gar keine gedreht. Deswegen ja, hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und dass euch ja das Küchen-Update ein bisschen gezeigt hat, wie unser Projekt so aussieht. Ich glaube, im letzten Vlog habe ich ja schon ein bisschen was von der Küche gezeigt und ja, das seht ihr einfach die Entwicklung so in den aktuellen Vlogs, in denen die schon hochgeladen wurden, sowie in denen die noch kommen werden. Und dann, wie auch angekündigt, gibt es auch ein Video, denke ich mal, wenn die Küche fertig ist, wo dann auch nur die Küche gezeigt wird. Das wird dann auch wahrscheinlich ein kurzes Video werden. Genau, aber falls euch das noch so ein bisschen interessiert, das ganze Thema mit der ja, Do-it-yourself-Küche aus Ölfässern, dann schaut einfach unsere Vlogs. Und ja, dann verlinken wir unten drunter natürlich unser letztes Video und wir hoffen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Mhm.